Wie wäre dein Leben, wenn der Faktor Geld keine Rolle mehr spielen würde? Wie wäre dein Leben in einer Welt ohne Geld? Wie viel Geld ist genug Geld? Wie viel Geld braucht man, um sorgenfrei leben zu können? Ein Leben lang. Und wie hoch soll diese fiktive Zahl sein, damit man sich wirklich sicher fühlt? Im Herbst 2016 ist zum ersten Mal die Bärensuppe in Form einer Kunstausstellung in Berlin vorgestellt worden. Die Zuschauer hatten die Möglichkeit, ihre Geldsorgen auf der Couch loszuwerden und alles, was sie für Geld gemacht haben und nicht vertretbar finden, könnten sie anonym beichten. Selbstverständlich kochte während der gesamten Zeit eine vegane Berliner Suppe, die Bärensuppe. Gib in die Suppe, was du kannst, iss davon so viel du brauchst. In dem Experiment der Bärensuppe geht es primär um Vertrauen. Ein Vertrauen, das wir gelernt haben, eher in das Geld zu stecken als in andere Menschen. Zum Beispiel, vor der Ausstellung waren Skeptiker da, die gesagt haben, die Zuschauer würden zu wenig Zutaten mitbringen oder vielleicht gar nichts oder verfaultes Gemüse in die Suppe werfen. Wir kamen spontan zur Bärensuppenausstellung vor kurzem mit 50 Personen, hatten nichts dabei, waren sehr hungrig und was soll ich sagen, wir alle wurden satt von dem, was da war. Mangel gab es nicht. Der Mangel ist eine Erfindung des Kapitalismus, ein Konstrukt, eine Illusion. Wenn der Faktor Geld weg ist, haben wir mehr als zu viel. Die Ausstellung bekam viel Zuspruch. Mehrere Institutionen, verstreut durch ganz Deutschland, haben sich bei mir gemeldet und möchten gern die Bärensuppe in ihrer Gemeinde einladen. Damit wir aber nicht jeder Stadt separat anfahren müssen, haben wir uns überlegt, wir mieten einen kleinen LKW und machen eine Tour quer durch den deutschsprachigen Raum. Die Länge der Reise und die Anzahl der Stops machen wir davon abhängig, wie viel Geld wir einsammeln können. Fakt ist, noch leben wir in einer Geldwelt. Unser Team muss verpflegt werden und auch die Unterhaltskosten müssen aufgebracht werden. Wir brauchen ein Fahrzeug, Sprit und alle Notwendigkeiten für die Reise. Wir brauchen außerdem Werbematerialien, Plakate, Flyer, Poster und. Schon wahnsinnig viele Menschen haben schon ihre Zeit, Kraft, Wissen und Ressourcen der Bärensuppe geschenkt. Ich bin jedem dieser Menschen extrem dankbar. Und jetzt möchte ich mich herzlich bedanken bei allen von euch, die uns unterstützen werden, damit die Bärensuppe auf Tour gehen kann.